Also, ja, mein Name ist Yannick. Ich habe hier an HFDM Softwareentwickler gemacht. Jetzt 3 Jahre hinter mir und bin gerade aus der Präsentation rausgekommen und fühle mich grossartig. In meiner Diplomarbeit habe ich historische Daten visualisiert für das Astra, für den Bund der Schweiz. Auf den Schweizer Autobahnen, genauer in den Tunnelsystemen, werden Störungen und Alarme erhoben. Und die sehen wir nachher in unserem Tool. Im Moment ist es noch in der Entwicklungsphase und wird zukünftig von der Polizei Genf zum Beispiel auch eingesetzt. In meiner Diplomarbeit habe ich 145,5 Stunden aufgewendet für die Dokumentation und die Umsetzung, das Ganze drum und dran. Es war für mich eigentlich schon eine recht stressige Zeit. Ich habe 3 Jahre jetzt darauf gearbeitet und ja, nachher so ein Finale ist hart, aber cool. Ich konnte in dieser Zeit extrem viel lernen. Ich konnte sogar meinem Team viel mitgeben jetzt auf den Weg. Und das ist das, was mich mega freut. Die HFDM würde ich definitiv weiterempfehlen. Durch das Familiäre, das ich hier gelernt habe, wie man von Schüler zu Dozent miteinander reden kann. Als warme, beste Kollegen, das hat mich weltschön gedacht hier. Und gerade für Quereinsteiger ist das eine riesige Chance, zu etwas Neues zu lernen oder auch für Serie, wo ich schon etwas Neues entdecken würde. Genau. Also durchaus weiterempfehlen.